Ja, wo ansetzen? Um diese Frage zu beantworten, schalten wir nun zur designierten Landesrätin Uli Meier von den Freiheitlichen. Guten Abend. Guten Abend, Frau Lackner. Frau Meier, die Verbände, die sich seit Jahren für eine funktionierende Integration einsetzen, haben viele Erwartungen an Sie. Wie wollen Sie denn jetzt auf die Sozialverbände zugehen? Also ich möchte zunächst einmal alle darum bitten, abzuwarten, bis nächste Woche die Wahl über die Bühne gehen kann. Und dann werde ich natürlich für mich selbst mit meinem Team, das ich derzeit versuche aufzubauen, auch ein wenig zurückziehen, in Klausur begeben und dann natürlich Step by Step auf alle Akteure in dieser Thematik zugehen. Ich freue mich auf diese neue Herausforderung, freue mich auch, viele neue Menschen, neue Bereiche kennenzulernen und freue mich auch auf eine gute, konstruktive Zusammenarbeit, um sowohl im Bereich der öffentlichen Sicherheit, im Bereich der Prävention, auch für die Streetworker natürlich einiges zu verbessern. In der Vergangenheit sprachen die Freiheitlichen immer wieder vom Schutz gegen die Überfremdung. Jetzt sollen sie sich um Integration kümmern. Wie geht denn das dann zusammen? Das passt natürlich zusammen. Wir haben uns nie gegen eine Integration ausgesprochen. Im Gegenteil, wir haben nur gesagt, dass jene Menschen, die zu uns kommen, die hier eine neue Heimat vorfinden, neue Chancen ermöglicht bekommen, natürlich auch eine Bringschuld mit sich bringen, der Gesellschaft gegenüber, aber dass diese Menschen in Sachen Integration bestmöglichst zu unterstützen sind, auch Hilfestellungen zu erwarten haben, das ist klar. Im Koalitionsprogramm ist der Punkt Zuzug von Fachkräften explizit verankert. Wie sehr sind wir denn auf ausländische Arbeitskräfte angewiesen? Das sind wir sehr in sämtlichen Bereichen. Und hier geht es uns darum, und auch das ist eine Urforderung der Freiheitlichen, dass die Wirtschaft die ausländische Arbeitskräfte holt, sich dann auch intensiver um die Integration derselben bemühen soll, kann, wird, müssen. Also das wird sich dann zeigen. Aber eben in dem Sinne, dass nicht die Begleiterscheinungen, die den Zugzug mit sich bringen, auf die Gesamtgesellschaft abgewälzt werden, sondern dass hier ein stärkeres Eingebundensein der Wirtschaft im Integrationsprozess stattfinden muss, beispielsweise auch bei der Unterkunft. Frau Meier, bei Ihnen geht es nun an die Arbeit. Danke für das Gespräch. Ich bedanke mich und wünsche auch Ihnen gute Arbeit und schönen Abend. Das Interview haben wir aus Termingründen kurz vor der Sendung aufgezeichnet.